Hallo liebe Kinder aus der Klasse 2a und 2b. Da in dem Wochenplan für diese Woche der Bereich steht, rechne in deinem Heft, möchte ich dir hierzu die Aufgaben in diesem Video an die Tafel schreiben, so wie du es auch aus der Schule kennst. Du notierst die Aufgaben in dein blaues Matheheft und rechnest sie dann in deinem Tempo aus. Du kannst dir jederzeit die Pause-Funktion drücken und dann in Ruhe mitschreiben. Das Erste, was wir machen, wir schreiben wie in der Schule oben Schularbeit hin. Natürlich in Schreibschrift. Und daneben notierst du bitte noch das Datum. Es kommt darauf an, an welchem Tag du die Aufgabe machst. Es geht los mit ein paar Malaufgaben und anschließend kommen dann noch ein paar Plus- und ein paar Minusaufgaben. Drei mal vier. Sieben mal zwei. Fünf mal sechs. Acht mal drei. 2 mal 4, 7 mal 7, denk dran, da gibt es eine Lösung und eine lustige Lösung, 9 mal 2, 10 mal 8, jetzt lasse bitte auf jeden Fall zwei Kästchen frei. Und dann nochmal zwei, also insgesamt vier. Und dann schreibst du die nächste Aufgabe hin. 6 mal 3. 5 mal 4. 3 mal 7. Mach mal eine kleine Pause. 4 mal 4, 2 mal 6, 4 mal 5, 9 mal 7, 8 mal 5. Das waren die Malaufgaben und als nächstes kommen dann noch die Plus- und die Minusaufgaben. Du kannst natürlich entweder unten drunter weitermachen oder auf der nächsten Seite, so wie du Platz hast. 33 plus 8, 25 plus 7, 19 plus 9, 48 plus 8, 36 plus 7, 25 plus 6, 16 plus 7, 15 plus 8 und 94 plus 7. Und ganz zum Schluss kommen jetzt noch die Minusaufgaben. Also Schalter im Kopf umlegen von Plus auf Minus. Wir lassen wieder 1, 2, 3, 4 Kästchen mindestens frei und dann geht es mit Minus weiter. 100 minus 6, 100 minus 9, 99 minus 8, 36 minus 7, 28 minus 8,
56 minus 9. Kurzer Zwischenstopp und dann kommen die letzten. 74 minus 5, 99 minus 2 und zum Schluss 100 minus 88. So. Alle Aufgaben bitte ausrechnen und wenn du das gemacht hast, kannst du anschließend noch kontrollieren, denn ich zeige dir noch die Lösung. So, hier hast du die Lösungen für die Plus- und die Minusaufgaben. Du kannst ja wieder die Pause-Taste drücken, dann kannst du es länger sehen. Und jetzt nehme ich dich noch mit rüber zur anderen Tafelseite. Und hier, so ein Stück vor, hast du die Lösungen für die Malaufgaben. Großes Lob an dich, wenn du alles richtig hast oder nur ein paar kleine Fehler. Und ich wünsche dir noch gutes Durchhalten bei den weiteren Aufgaben. Bis bald. Tschüss, deine Frau Kast.